Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir die Treppen zum Eispalast aus den Tiefen gehoben und sind nun auf den Weg in den Palast. Oh Mist, und ich glaube, es gibt hier ziemlich starke Gegner, sonst würde nicht dieses Herzblock-Item schweben. Oh, und das sieht interessant aus, zumindest bis jetzt. Und irgendwie vielversprechend. Ach, und ich werde bestimmt irgendwas sehen. Wie diese... Ach nein, die sehe ich auch so. Okay. Was ich sonst normal nicht sehen kann. Okay, wir brauchen den Schlüssel. Oh, wir brauchen mehrere Schlüssel. Okay, dann gehen wir erstmal in die Tür. Vielleicht gibt es dort schon einen. Die Musik ist ultra schön. Und hier gibt es einen Speicherblock. Okay. Okay. Na. Nichts. Auch nichts. Okay, was muss ich denn hier machen? Moment, kann mir Gumbario was dazu sagen vielleicht? Ganz schön eng hier. Ich frage mich, wofür dieser Raum benutzt wurde. Wahrscheinlich als Unterkunft für die Dienerschaft. Ach so, ne, das hat uns leider auch nie geholfen. Ha. Finden wir... Neue Gegner. Ach nee, warte mal, das sind Deckengegner. Das heißt... Haha, Megasprung, ja, schön. Wie viel verbraucht das Erdbeben? Einen. Okay, was haben wir denn? Doppelgriff. Gut. Dann machen wir das Erdbeben jetzt rein, weil ich glaube, die Dinger werden sonst wie die Pest. Danke sehr. Sehr gut. So, und du machst bitte einen Scanner auf den Swoopula. Das ist ein Swoopula. Swoopulas greifen von der Luft aus an, klammern sich an dich und saugen dir deine KP ab. Maximale KP 8, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Gut. Drücke den A-Knopf in rascher Abfolge, sonst saugen sie dir zu viele KP ab. Du kannst nicht hoch genug springen, wenn du sie, um sie zu attackieren, während sie noch an der Decke hängen. Eine Erdbebenattacke sollte die entsprechende Wirkung zeigen. Danke, Gumbario. Deine fliegenden Freunde wie Boo oder Paracarry können sie ebenfalls angreifen. Wenn sie von der Decke fallen, kannst du sie auch durch Sprünge angreifen. Gut, dann aber natürlich nicht mehr mit dem Erdbeben. Aber wir werden das Erdbeben jetzt erstmal benutzen, um die alle erstmal von der Decke zu rütteln. Und... Zack. Sehr schön. Dieser Sound. Achso, ich muss mich beeilen. Die ziehen mir sonst ja... Das ist ganz schön nervig. Geh weg, geh weg. Danke. So, mal gucken, ob ich das hinkriege, bevor die Schaden machen. Nee, das kann ich vergessen. Dann drücke ich ein kleines bisschen entspannter. Okay, okay, okay. Ja, sobald ich ein bisschen über den A-Knopf bin, also über das A von dem A-Knopf, sollte ich es eigentlich schaffen. Und wir machen mal einen Megasprung, weil wir dann noch wissen möchten, wie viel Schaden der macht. Wow! Okay, das ist ziemlich krass. Und du machst bitte den kaputt, weil sonst brauchen wir wieder zwei Angriffe. Danke sehr. Und der erste kann sich ja maximal um einen heilen. Warum ist das jetzt nicht ganz so schlimm? Obwohl, zwei Angriffe ist auch Quatsch. Mario macht ja 8 mit seinem Sprung. Ja, gut, okay. Ich habe nichts gesagt. So, Sprung auf dich. Und das war's. Okay, ich sollte die Sounds vielleicht ausmachen. Das Campen ist so ein kleines bisschen albern. 3 Punkte für uns, das war so gut wie nichts. Oh, perfekt. Den werde ich gegen die nächsten benutzen. So, Orden. Alle Orden. Und wir machen die zweimal aus. Sehr gut, Erstangriff. Ja, ich glaube, den werde ich nicht benutzen. Ah, kein Erstangriff geworden. Das ist irgendwie relativ schwierig mit diesem Ding. Und das bringt uns alles nichts. Okay, gut, wir machen ein Erdbeben. Das ist echt schade. Ich hätte gern noch irgendeinen Angriff, der auf alle 1 macht. Ohne, dass es irgendwie abartig ätzend ist. Weil sonst hätte ich jetzt einen Sternsturm machen können und dann hätte sich die Sache erledigt. Aber na gut. So, weg mit dir. Perfekt. Wenn ich jetzt auf Verteidigen gehe, frage ich mich, machen die dann gar keinen Schaden mehr? Das müsste ich, glaube ich, mal testen. Es gab doch Verteidigen als Option, oder? Bei Mario? Ich muss es gleich mal ausprobieren. Wir werden das ja sehen. Gumbario besiegt dann erstmal einen. Und Mario muss mal deffen. Würde mich nämlich interessieren, ob der Schaden, den die machen, quasi drin vorbeigeht oder ob wir den Schaden damit komplett entgehen können. So, geh mal auf Taktik, Strategie. Ach, du kannst gar nichts. Du kannst nicht verteidigen. Ah, das ist natürlich schade. Oh, aber wir können jetzt einen Sternsturm machen und sind alle los. Ist zwar jetzt ein bisschen verauscht.
2 Sternpunkte für 3 Gegner, die nur einen Erfahrungspunkt bringen, aber na gut. Dann ging das erst später. In welchem Spiel ging denn das? War das Paper Mario 2? Ich glaube. Ich bin gespannt. Na gut, ich würde auch echt unglaublich gerne wissen, ob es demnächst mal ein Paper Mario für die Wii U gibt, was genauso ist wie dieses hier. Ich meine, dieses für die Wii, Super Paper Mario, das war okay. Oh, ich habe eine Münze vergessen. Aber dadurch, dass das halt mehr ein Jump'n'Run war, kommt das nicht an diesen Charme ran. Blaue Schlüssel. Also, Super Paper Mario war ein fantastisches Spiel, aber ich hätte halt gerne lieber wieder ein rundenbasierendes RPG. Und Sticker Star war zwar wieder ein rundenbasierendes RPG, aber das ist meiner Meinung nach der schwächste Teil der ganzen Serie. Leider. Naja. Und so ein richtig schönes, grafisch ganz hochwertiges Paper Mario wäre bestimmt ziemlich geil. Und vielleicht gibt's dann auch ein Paper Mario Amiibo, wie auch immer der aussehen wird. Wahrscheinlich einfach nur ein Pappaufsteller. So, wir sind durch die erste Tür. Ich muss aufpassen. Okay, ich muss nicht aufpassen. Bombett. Ich frage mich auch, was bauen die für Räumlichkeiten, wenn du immer eine Wand einsprengen musst, nur um weiterzugehen. Okay. Moment mal, da hinten bewegt sich nichts. Das heißt, hier ist irgendwo... Moment mal. Hä? Da war gar kein Spiegel mehr, aber man hat das irgendwie nicht richtig mitbekommen. Das ist gemein. Weil ich habe zwar gesehen, dass dieser Block sich nicht bewegt, aber nicht, dass ich mich nicht... Das sind Glaswände. Hier sind überall Glaswände. Ich habe nicht mal gemerkt, dass hinten die Wand noch... Oh, das ist ganz schön fies. Okay. Die haben mich die ganze Zeit nachgemacht. Das sind alles Glaswände, oder was? Oh, ist das fies. Huch, wir sollten ihn besser ordentlich durchklopfen. Ich habe vorhin gar nicht gelesen, dass er gesagt hat, Mario ist hier. Boah, ihr seid ganz schön fies. Oh, nee. Ganz schön uncool. Den ersten stampfe ich gleich mal breit. Oh, nee. Ich bin gerade echt... Ich bin voll auf den Leim gegangen und habe gedacht, dass das eine Spiegelfläche ist. Puh. Okay, dann möchte ich nochmal trotzdem kurz wissen, was hat ein Gumbario jetzt zu Bombette zu sagen? Die Texte interessieren mich ja doch ein kleines bisschen. Scanner auf Bombette? Fragezeichen. Das ist ein Duplikat, der sich als Bombette verkleidet hat, KP 15. Die Verkleidung ist absolut perfekt. Seine Angriffskraft entspricht der des imitierten Charakters I. Sei vorsichtig, auch wenn sie noch so niedlich aussieht. Ich hoffe, die kann nicht die Megabombe. Okay, kann sie nicht. Das ist eine ziemlich interessante Sache als Gegner. Nein, wir machen den Megasprung. Einfach nur, weil es so unglaublich schön rumst und der Bildschirm so schön wackelt. Okay. Und kaputt. Ordentlich. Und die bringen auch eine angenehme Erfahrungspunkteanzahl. Das mag ich. Okay, gut. Wir freuen uns. Wir haben die besiegt. Fies. Nein, der echte Mario ist zu stark für uns. Ich frage mich, ob das wieder die zwei sind von vorhin. So, hier durch. Und dann ist das jetzt aber bestimmt... Das ist trotzdem eine Spiegelfläche. Muss eigentlich. Weil die Tür... Ich dachte, die Tür ging vorhin auf. Ach nein, die sind auch nur einfach durchgelaufen wahrscheinlich. Ah, das ist alles ganz schön gemein. Und dass wir das jetzt nicht mitnehmen können, ist auch echt ganz schön gemein. Wie sieht's denn aus mit unseren Kraftpunkten? Ach, ich glaube, ich werde ihn gleich essen. Ich hau dich mal kurz wohin. Nein, ich möchte nicht... Wartezimmer, ist mir doch egal. Ich esse jetzt den Superpilz auf und nehme den Wollpilz wieder mit. Damit wir uns gegen die Swoopula schützen können, beziehungsweise was auch immer noch auf uns warten mag. Du bist die Fläche zum Stampfen. Das machen wir später. Wir gucken erstmal kurz, ob hier vielleicht noch... ein Schlüssel auf uns wartet, wollte ich sagen. Ein roter, wenn es geht. Ein roter Schlüssel, nicht ein roter Magikoopa. Was ist das denn? Roter Kamek. Das ist ein roter Kamek. Er ist ein Magier des Koopa-Clans. Fetzige rote Robe, was? Maximale KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er kann mit Magie die Angriffskraft seiner Kumpanen erhöhen. Kümmere dich um ihn, bevor er seine Leute aufpeppt. Er ist nicht auf dem Besen, das ist schon mal ganz gut. Und ich würde sagen, bevor wir Probleme kriegen, machen wir den mal weg. Danke. Das ist ganz schön krank, dieser Angriff ist heftig. Oh, Mensch.
Ich habe erwartet, er verwandelt sich als erstes. Und die Kombination ist natürlich auch cool als Gegner. Da kämpfst du gegen die normalen Gegner, die so sind wie du, und die werden alle geboostet. Machen wir den gleich mal weg. Das ist so krass. Und das sind, glaube ich, die gleichen, die wir im Vulkan verpasst haben, beziehungsweise, wo hatten wir denn noch welche verpasst? Waren die beide im Vulkan? Die Weißen haben wir nämlich auch nicht gescannt, glaube ich. Ja, gut, okay, wenn er sich jetzt erst verwandelt hat, statt anzugreifen, ist er selber dran dumm. Da kann Gumbario ihn jetzt mal kurz plätten. Gut, irgendwie symbolisch, wenn ein Gumba einen anderen Gumba kaputt springt. Okay, 5, wir haben fast wieder ein Viertel vom Level geschafft. Und, was ist denn das Mysterium? Toll, da wissen wir nicht, was es macht. Das haben wir bitte gleich mal weg. Die Blumenpunkte wiederum, die kann ich wirklich gut gebrauchen. Okay. Verwirrt mich. Hier gibt es noch einen Sternwind. Will ich den haben? Was habe ich denn zum Weghauen? Oh, ich kann den jetzt essen. Und das sogar sinnvoll. Dann bin ich jetzt bei 25 Blütenpunkten. Cool. Sehr gut. Schön. Dann stampfen wir uns mal durch diesen Holzboden, der auf der anderen Seite ja äquivalent einfach nur mit einem X markiert war. Na? Hier kommen wir bestimmt zum Schlüssel. Ganz bestimmt muss es so sein. Ich will erst den Schlüssel haben, bevor ich irgendeinen Kampf mache. Unbedingt. Ja, das sieht perfekt aus. Na? P-Up, V-Rauforden. Senkt die Angriffskraft um 1. Ach so, Power-Up. Und erhöht die Verteidigung um 1. Das ist natürlich ein interessanter Orden, aber ich glaube, mit dem werde ich nicht so glücklich. Wo sind wir denn dann hin? Gelber, haben wir dich gescannt? Haben wir. Okay. Nee, Moment. Wir benutzen jetzt als erstes mal den Voltopilz. Oder den Sternwind? Oder den Donner? Gegen alle. Gegen alle. Es ist alles so schön. Wir machen mal das. Und dann besiegen wir den Gelben, weil ich vergessen habe, was er macht. Außerdem haben wir dann wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, die kommen runter. Den Gelben mache ich platt. Oder mache ich so einen Swooper kaputt? Nee. Das wäre alles dumm. Ich mache dich kaputt. Und wir kriegen gar nicht erst die Kostprobe deiner Kraft zu spüren. So. Und euch, na, ihr seid halt jetzt einfach mal da. Ihr habt Glück gehabt. Ihr dürft euch um eins heilen. Alle beide. So. Ah, die werden wir auch schnell besiegen dann. Dann hoffe ich mal, dass die anderen nicht auch so sind mit so einem komischen Magikooper, weil ich würde gerne einfach mal Dings machen. Wie heißt denn das? Den Voltopilz benutzen. Erstens haben wir wieder Platz im Inventar. Zweitens, wir kriegen keinen Schaden. Das heißt, mit ein bisschen Glück vom Glückorden können wir uns dann auch noch im Kampf heilen, was bei dreimal ziemlich cool wäre. Und sonst machen wir uns mit Fokus eben die Sternenergie wieder hoch. Können wir noch... Wir können auch eine Erholung machen und dann die Sternenergie noch hochballern. Sollte das wirklich nicht helfen. So, vielen Dank. Wieder nicht geschafft. Das ist echt ganz schön gemein. Und es sind nur Swooper. Ein Glück. So, dann benutze ich den Voltopilz. Nom, nom, nom. Britzel, vielen Dank. Und du hast als Angriff Mitglied wechseln. Was anderes können wir nicht tun. Dann nehmen wir mal Watt. Einfach nur, weil sie cool ist. Und die kann die Gegner hier oben ja auch treffen. Das ist fantastisch. Das ist genau so, wie es sein sollte. Dann werden wir diesen Kampf jetzt benutzen, um uns etwas aufzufüllen. Nee, wartet mal. Das war hier unten. Sterne, Fokus. Genau. Sehr gut. Ja, ach, das ist perfekt. Und Watt darf dann gerne einen von denen besiegen. Ach, das ist so schön. Das funktioniert ja wirklich wie am Schnürchen gerade. Das ist cool. Das ist zwar eigentlich ganz schön fies, weil die können wirklich absolut gar nichts gerade machen. Aber ich habe da nichts dagegen. Bekommen wir Glück? Nee, dann machen wir eben den Fokus. Machen wir dann noch eine Erholung? Wir sind beim nächsten Fokus auf jeden Fall voll. Elektrohieb auf den, das besiegt ja schon zwei. Ich meine, wir können ja fast nichts anderes mehr machen. Also ich meine, die fliegen jetzt an uns ran und sind kaputt. Kaputt. Und kaputt. Ah, das ist fantastisch. Das läuft gerade echt viel zu gut. Und du kriegst noch normalen Schaden, bist es auch auf deiner magischen Grenze.
So, machen wir das? Ich glaube, wir machen das. Wir machen eine Erfrischung. Dann bekommen wir nämlich noch die 5 Blumenpunkte zurück. KP sind wir definitiv voll. Ja, das lohnt sich. Das war ein perfekter Kampf. Da konnte man echt nicht dran meckern, glaube ich. Und jetzt kommt ihr und sagt, oh, Elig, das war voll schlecht. Du hättest das und das machen können. Ich sehe es schon vor mir. Wenn dem so ist, dann sagt es bitte einfach nicht. Dann fühle ich mich ein kleines bisschen besser. Okay, gut. Das waren sehr wenig Erfahrungspunkte, aber wir sind so gut wie komplett geheilt. Und das ist schön. Perfekt. Danke sehr. So, die Frage ist nur, wo ist der rote Schlüssel? Vielleicht, wenn wir hier rausgehen? Die haben uns tatsächlich von Anfang an verarscht. Das ist echt ganz schön fies. Sternsplitter. Das ist natürlich jetzt auch schön, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ah, ich habe noch eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir müssen den Part bald mal zu Ende bringen, weil da geht sonst zu lang. Ich wusel mal schnell. Hatte die Tür auf dieser Seite auch ein Schloss? Das wäre nämlich die einzige Frage, die ich noch habe. Hat sie. Mist. Aber hatten wir jetzt den roten Schlüssel? Jetzt habe ich es vergessen. Nein, abgeschlossen. Kann ich nichts machen. Dann muss ich nochmal zurückgehen. Aber vielleicht, wenn das jetzt doch irgendwie gespiegelt ist, ist die Stelle mit dem X jetzt offen. Weil wir sie in dem anderen Raum zerstoßen haben. Das wäre eine Idee. Probieren wir das dann einfach mal. Das ist so krass. Ich liebe diese Idee mit diesen Spiegeln, die eigentlich gar keine sind. Das ist so cool. Echt, ohne Spaß. Wahnsinn. Klasse Idee. Und wie gemein die auch sind, wenn wir den Partner wechseln, dass sie das nachahmen. Das geht gar nicht. Fiese kleine Biester. So, ist es offen? Ja, okay. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal stürzen wir uns dort in die Tiefe und schauen mal, was uns dort erwarten wird. Und in diesem Sinne, bis dahin, euer Elig. Bye!